Hallo, liebe Gärtner, dies ist Teil 2 von der Vermehrung des Ingwers. Teil 1 werde ich euch mal verlinken. Das sind jetzt also die einzelnen Rhizomstücke, die jetzt hier schon so eineinhalb Wochen, denke ich, in diesem Gefäß im Wasser liegen und schon die ersten Triebe ausgebildet haben. Wie man da vorgehen sollte, das erkläre ich eben in Teil 1. Hier sehen wir einen, den müssen wir dringend aussortieren. Der ist schon weich und richtig so lätschig. Also da muss man nur wieder tatsächlich Kontrolle machen und erstmal einen Geruchstest machen. Man merkt das gleich, wenn es so ein bisschen anfängt, gammelig zu riechen. Dann ist an irgendeinem was verkehrt und den dann auf jeden Fall dringend aussortieren, das Wasser auch nochmal erneuern. Und dann entwickeln die sich entsprechend weiter. Hier sehen wir jetzt wieder ungefähr eine knappe Woche weiter, dass sich die ersten Wurzelchen entwickeln und hier auch schon ein sehr, sehr ordentlicher Trieb sich gebildet hat. Man könnte es jetzt so schon einpflanzen, ich warte lieber noch etwas. So, wir sind jetzt wieder eine Woche weiter. Wir sehen hier, dass sich das Ganze auch entsprechend gut entwickelt hat, aber die Blätter oben schon leicht gelblich werden. Also jetzt ist es tatsächlich Zeit. Man könnte entweder hier eine ganz, ganz minimale Flüssigdüngung machen oder aber wir setzen sie einfach jetzt ins Substrat. So weit entwickelt sind zumindest diese beiden schon, dass das zu machen ist. Ich buddel jetzt gleich ein kleines Löchlein, fülle Erde wieder auf, sodass ich die Wurzel nicht verletze und dann stelle ich das Ganze, nachdem ich es angegossen habe, erstmal absonnig, damit sich das Ganze hier gut entwickeln kann und erstmal gut akklimatisiert. Und dann schauen wir im nächsten Video, wie das Ganze dann aussieht. Viel Erfolg bei euren Projekten.